Bereit sein für den Ernstfall. Das wollen auch Sarah Scherzer und Samuel Rosner. Sie setzen dabei aber nicht auf Schusswaffen, sondern auf Survival Skills. Überlebenstrainings liegen voll im Trend. Was braucht man denn eigentlich zum Überleben in der Wildnis? Na, ich würde sagen, als erstes mal einen Unterschlupf. Du musst schauen, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Vielleicht ein Feuer, um dich warm zu halten, um dich schützen zu können. Und als nächstes zu schauen, wovon kann ich leben? Was kann mir mein Überleben erleichtern? Sei es Nahrung, wo kriege ich Wasser her? Genau, wie kann ich meine Grundbedürfnisse abdecken? Genau. Abdecken. Und du hast es jetzt, denke ich, eh schon genannt. Ne? Ein Unterschlupf. Vor allem, um warm zu bleiben und trocken zu bleiben. Ein Feuer auch wieder, um sich zu wärmen eventuell. Aber natürlich auch, um Dinge zuzubereiten, zu kochen. Ne? Aber wir gehen jetzt einmal wirklich zur Basis, zum Unterschlupfbau. Ja. Im Süden Niederösterreichs, in der Nähe von Rax und Schneeberg, betreibt Georg Bergthaler das Wildniszentrum Nasswald. Kajaktouren, Flusswanderungen, Axtwerfen und andere Outdoor-Aktivitäten können Abenteuerlustige bei ihm buchen. In letzter Zeit werden aber vor allem die Survival-Kurse immer beliebter. Dann ab in den Wald. Ich glaube schon auch, dass man ein erweitertes Sicherheitsgefühl durch den Besuch eines solchen Workshops erhalten kann, weil man einfach weiß, man kann unabhängiger von sozusagen den Komforts unserer Gesellschaft seinen Alltag bestreiten. Ja. Und da kommen solche Skills einem nützlich zugute. Ja. Und ich glaube schon, dass das was ist, wo Leute dann gerade in Krisensituationen in der Lage zu sein, sich selbst zu versorgen, dass sowas schon auch wieder stärker dann vorhanden ist, ja, bei den Leuten. Ja. Ich kann es auch von mir selber sagen, dass das für mich jetzt zutrifft. Sarah und Samuel sollen heute lernen, wie man eine Notunterkunft im Wald baut. Und wie man ohne technische Hilfsmittel Feuer machen kann. Georg Bergthalers Mitarbeiter Ben Blaschke erklärt den Survival-Neulingen, wo und vor allem womit sie im Wald ihren Unterschlupf bauen sollen. Die beiden wollen lernen, wie sie, ganz auf sich alleine gestellt, Notsituationen meistern können. Ja, auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man in solche Situationen kommen kann. Ist auch eben genau in den letzten 2-3 Jahren immer und immer mehr in den Vordergrund gerückt, wie man sich im Endeffekt auf sowas vorbereitet, weil es ist jetzt gar nicht mal so die Angst, dass irgendwann mal so eine Situation kommt, nur halt im Endeffekt die Angst, dass man nicht so ganz darauf vorbereitet ist. Vor allem, dass halt auch jetzt Hausnummer eh auch im Beispiel jetzt einfach von Corona auch im Endeffekt der Staat, die Institution, die dir im Endeffekt einfach diese Sicherheit geben soll, nicht so ganz auf jede Situation vorbereitet ist. Jetzt sind wir auf eine Pandemie oder sowas vorbereitet, nur wer weiß, was jetzt in 5 Jahren wieder für ein neues Problem, unvorhergesehenes Problem auf uns zukommen wird, für das wir dann wieder irgendwelche Lösungen finden müssen. Ne? Also ich würde ihn jetzt einfach mal... Ich will sägen. Ja, du kannst ihn sägen, wenn du möchtest. Zumindest die ersten 5 Minuten. Also wir sägen ihn einfach mal in der Mitte durch, hätte ich gesagt. Ja, du, ich sehe es bei vielen Leuten, dass das Vertrauen in, sei es jetzt auch Institutionen, einfach nicht verloren geht, aber dass viele Leute sich einfach wieder ein bisschen versuchen, darauf zu besinnen, ja okay, was brauche ich und wie kann ich mich mit dem versorgen, was ich eigentlich brauche im schlimmsten Fall und vor allem die Menschen, die mir irgendwie wichtig sind. Da ist gerade der Punkt, wo ich dann sage, ja, dann sitz nicht nur daheim und schau dann in deinen Fernseher, sondern setz dich mit diesen engsten Gefühlen auseinander und bekämpf sie, indem du die Erfahrung aneignest. So, du hast den mittleren durch. Mittleren? Ja, das sieht gut aus. So, den stellen wir jetzt. Wow. Fertig! So, zumindest schauen wir aus. Ich gebe Probe. Ja, sonst genau. Legt mal einfach Probe. Ja. Sonst auch, ihr würdet wahrscheinlich noch einen kleinen Graben drumherum ziehen, wenn es regnen würde. Ja, dass ihr halt, weil ihr seid so ein bisschen, Wasser, genau, dann habt ihr den Fluss im Wohnzimmer. Also lieber nochmal einen Graben drumherum. Ja, gut. Ja, eigentlich sehr gut. Vor allen Dingen haben sie dieses Sterile aus der Stadt nicht mitgebracht. Sie haben sofort ihre Hände benutzt, haben überhaupt gar keine Zwänge gehabt, sauber zu bleiben oder so. Und sie haben eigentlich auch sehr gut darauf gehört, was wir ihnen am Anfang halt erzählt haben. Ja, wenn man wirklich nächsten Tag lebend aufwachen möchte, dann bräuchte das noch eine recht große Isolationsschicht. Weil das, was wir bei einem Schlafsack quasi auf einem kleinen Querschnitt haben, das brauchen wir hier halt mit einem viel größeren. Also da würde jetzt innen drin noch mit Laub aufgefüllt werden und auch oben drüber
Das, so machen wir das dann auch regenfest und dann kommt überhaupt diese Isolierung zustande. Es ist windstill. Ich denke mal, wenn man das Ganze noch ein bisschen kompakter gebaut hätte, wenn auch das ein bisschen mehr eingekuschelt wären, wäre es noch mehr. Und mit einem Schlafsack würde ich ja auch eine Woche drin schlafen. Also das wäre. Es ist ja Survival, gell? Es geht ja wirklich nur ums Überleben. Jetzt sich davon noch ein schönes Feuer machen. Und dann fühlt sich ja. Also zum Überleben reicht es auf jeden Fall. Ne? Wem ein Unterschlupf im Wald nicht reicht, der ist bei Manfred Schuster richtig. Auch seine Firma profitiert vom gestiegenen Sicherheitsbedürfnis der Österreicher. Einen Zulauf haben wir erlebt aufgrund der Pandemie. Hier ist es hauptsächlich um Langzeitnahrung und Atemschutz gegangen. Aber natürlich durch den Krieg in der Ukraine sind die Sorgen bei der Bevölkerung eher bei radioaktiver Strahlung. Manfred Schuster plant Schutzräume. So werden Bunker für zivile Zwecke genannt. Der Schutzraum ist ein erweiterter Kellerbereich. Es wird ein Raum genutzt, der bei einem Einfamilienhaus zwischen 12 und 15 Quadratmeter hat. Dieser hat einen eigenen Schutzbereich, besteht aus Betonwänden, die 30 cm stark sind, und einer Stahlbetondecke mit 25 cm. Also es ist kein großer Mehraufwand gegenüber einem normalen Keller. Der Schutzraum schützt allgemein vor radioaktiver Strahlung, vor biochemischen und chemischen Gasen. Es ist ein trümmersicherer Raum, der auch bei Lawinen, vor Gefahren von außen bis hin zu Bomben schützen kann. Wer einen Schutzraum in seinem Einfamilienhaus errichten will, muss mit Kosten von mindestens 18.000 Euro rechnen. Der Eingang über den Schutzraum ist über diese Panzertüre. Da geht man durch eine Schleuse durch, kommt dann über diese gasdichte Türe hinein in den Schutzraum. Die Schleuse dient dazu, dass ich den Schutzraum verlassen bzw. in den Schutzraum hineintreten kann, ohne dass kontaminierte Luft in den Schutzraum hineinströmt. Da ist der Schutzraumventilator, der die Luft durch den Sandfilter durchsaugt und filtert und hier heroben in den Schutzraum einströmen lässt. Die meisten Kunden von uns kommen aus der grenznahen Region zu den Ländern wie Tschechien, Slowakei und Slowenien. Der Grund dafür sind die Atomkraftwerke, die uns umgeben. Vor einem Atomunfall kann uns auch das Bundesheer nicht schützen. Im Ernstfall warnen aber rund 8.300 Sirenen im ganzen Land. Nur wissen die Menschen auch, was die Sirenentöne bedeuten? Es gibt irgendwie so einen Dauerton, glaube ich, eine Minute oder so. Ja. Dann gibt es so ein Auf und Ab. Stimmt, ja. Aber sonst, weil ich weiß nicht, was bedeutet. Ich weiß doch nicht, was da jetzt Alarm wäre, ob es einmal ist oder dreimal. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied überhaupt gibt zwischen Probealarm und richtigen Alarm. Keine Ahnung. Der erste ist dann irgendwie die Vorwarnung, dann ist der währenddessen Warnung und dann die Endwarnung. Die wenigsten wissen, was bei Sirenenalarm zu tun ist. Und das, obwohl einmal im Jahr in ganz Österreich ein Probealarm stattfindet. Das ist oft so, dass auch hier eine gewisse Hohlschuld da ist. Information gibt es ja seitens der Stadt Wien oder seitens der Zivilschutzverbände in Österreich. Gerade in Österreich ist eigentlich einmal im Jahr die Sirenenprobe, wo man ja eben bewusst im Rahmen dieser Sirenenprobe darauf aufmerksam macht, was zu tun ist, wenn das Warn- und Alarmsystem ausgelöst wird. Also das heißt, in Österreich hört man das mindestens einmal im Jahr, dass es dieses Warn- und Alarmsystem gibt und welche Verhaltensmaßnahmen zu befolgen sind, wenn die unterschiedlichen Sirenensignale ausgelöst werden. Ein gleichbleibender Ton für 3 Minuten heißt Warnung. Ein auf- und abschwellender Ton für 1 Minute Gefahr. Doch was dann zu tun ist, wissen auch die wenigsten. Ich glaube, ich würde eher mal schauen, dass ich in die U-Bahn komme. Die U-Bahn? Ja, dass ein Fliegeralarm ist. Vermutlich eher drin bleiben, Fenster zumachen, vielleicht irgendwie Vorhänge vor, sodass möglichst wenig in die Wohnung reinkommt, falls irgendein Atomunfall oder so ist in der Nähe. Ich bin zum Beispiel aus Bosnien, also ich bin im Krieg aufgewachsen. Und ich weiß, was Sirenen sind, also was man machen muss. Also wenn eine Sirene, du musst dich suchen, eine
Platz, wo du dich verstecken kannst. Wahrscheinlich erstmal Panik kriegen, wahrscheinlich dann erstmal googeln, was ich machen soll. Ich glaube, öfters wird, glaube ich, die Polizei auch sagen, was wir zu tun haben, weil das ist so wie ich damals beim. Oder der Anschlag war zum Beispiel, dann sagst du, so geht's heim alle und das haben sie auch gemacht. Ich glaube, ich würde mal hören, was die Polizei so sagt. Ich werde vielleicht das Radio einschalten. Das ist genau das Richtige. Also, wenn das Warn- und Alarmsystem ausgelöst wird, ist es wichtig, sich Informationen zu holen. In Österreich natürlich hier das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die entsprechend hier informieren über, was passiert ist und wie man sich zu verhalten hat. Doch die meisten verlassen sich auf die Informationsquellen, die sie im Alltag auch nutzen. Handy hat Strom. Also ja, Handy hat Strom, aber der Sendemast halt nicht, ne? Ach so. Dann keine Ahnung, was sie sollen machen. Nein, nicht, sag ich dir ehrlich. Ich habe kein Radio. Da haben wir ich auch nicht. Ich habe auch kein Radio. Das Erste, was man macht, ist Fernseher und Radio einschalten und einfach mal hören, was los ist und irgendwelche Anweisungen kommen mit bleibst drinnen oder geht's raus oder solche Sachen. Hast du ein Radio, was angeht, wenn ihr keinen Strom habt? Nein. Die wenigsten sind wirklich vorbereitet. Bei einem Blackout oder bei einem flächendeckenden Stromausfall oder bei einer Stromangelage, wo wir einfach zu wenig Strom haben oder keinen Strom haben, ist der Radio die einzige Informationsquelle. Grundsätzlich informieren wir, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Bevölkerung einen batteriebetriebenen Radio anschafft. Batteriebetrieben, Dynamobetrieben, Solarbetrieben. Wenn man das jetzt nicht hat, dann kann man sich im Rahmen der Nachbarschaftshilfe informieren, weil vielleicht hat ja jemand in der Nachbarschaft ein Radio. Oder der ein oder andere hat ja ein Auto auch noch. Ich kann natürlich zu meinem Fahrzeug gehen und dort meinen Autoradio in Betrieb nehmen und mir Informationen holen. Auf andere angewiesen oder unvorbereitet sein wollen Sarah und Samuel nicht. Nachdem sie erfolgreich eine Notunterkunft im Wald gebaut haben, müssen sie jetzt den zweiten Teil ihres Survival-Kurses absolvieren. Selbstständig Feuer machen. Kursleiter und Survival-Spezialist Georg Bergthaler zeigt vor, wie das geht. Und am besten, man spannt sich den Arm hier so ein und dann muss man eigentlich nur noch so vor- und zurückfahren. Ja, das schaut jetzt relativ einfach aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Das könnt ihr dann selber ausprobieren und dann kommt es drauf. Da muss man schon ordentlich Gewicht drauflegen und Spannung aufbauen, dass das funktioniert. Ja. So, im Normalfall müsste jetzt hier Kohle sein. So. Die Bedingungen fürs Feuermachen in freier Wildbahn sind heute verschärft. Im strömenden Regen gelingt es aber dank der tatkräftigen Unterstützung von Georg und Ben dann doch. Zum Survival-Experten ist Bergthaler erst in den letzten Jahren so richtig geworden. Denn die Nachfrage ist stetig gestiegen. Wir haben immer in den letzten Jahren immer mehr Anmeldungen für so Survival-Weekends, Survival-Workshops bekommen. Das war am Anfang von unserer unternehmerischen Tätigkeit, waren wir mehr auf die Wildwassersparte fokussiert und mittlerweile hält sich das schon fast die Waage. Ja, das Survival hat extrem aufgeholt, gerade in den letzten Jahren. Es kann schon sein, dass das mit Corona und auch der derzeitigen finanziellen Situation oder Finanzkrise, wenn man es nur nennen will, auch zu tun hat, dass die Leute sich da darauf rückbesinnen. Auch kulinarisch geht es zum Ausklang des Kurses recht ursprünglich zu. Für Sarah und Samuel gibt es Sterz aus dem Pfandl, zubereitet über dem selbstgemachten Feuer. Bunkerbaumeister Manfred Schuster besucht heute einen Kunden in Oberösterreich. Hallo, ja, danke, alles okay. Manfred, ich dachte, ich suche, dass du meinen Schutzraum wieder mal anschaust, ob wir am neuesten Stand sind, ob alles funktioniert. Machen wir so, wie wir telefonisch besprochen haben. Genau, super. Bitte, seien Sie gut. Bitte. Manfred Schuster überprüft regelmäßig die technischen Einrichtungen in den Schutzräumen seiner Kunden. Friedrich Holzleitner hat seinen Bunker bereits lange vor Krieg und Corona gebaut. Den Schutzraum, den haben wir vor 10 Jahren adaptiert. Da haben wir einige Sachen nachgerüstet. Ventile und die Türe da vom Fluchtweg war nicht vorhanden. Und da haben wir gesagt, okay, aufgrund von den verschiedenen Einflüssen, was man jetzt ja hat, seien es Atomkraftwerke, der Ukraine-Krieg, muss man den auf jeden Fall so richten, damit er auch funktioniert, wenn es sein sollte. Oberste Priorität hat dabei das Luftfiltersystem. Da haben wir, können wir das auch noch testen. Dann brauchen wir die Kurbeln nicht. Und so strömt da
die gefütterte Luft draußen, von draußen herein. Passt. Dann drehe ich das so weit an. Das ist der Notausstieg. Da ist eh soweit die Dichtung in Ordnung, die liegt sauber auf. Auf Wunsch rüstet Manfred Schuster seine Kunden auch mit Notfallspaketen aus. Gasmaske, Dosenbrot, Trockennahrung und andere Dinge für das Überleben im Bunker. Ja, es ist grundsätzlich mal 14 Tage bis 3 Wochen geplant und auch so eingerichtet und mit den Nahrungsmitteln so ausgestattet, dass man circa 14 Tage durchkommt. Es ist jetzt nicht so wie ein Schnitzel, aber ich glaube, wenn man in der Not ist, dann isst man das alles. Die Überprüfung ist zu Ende. Friedrich Holzleitners Schutzraum ist einsatzbereit. In Österreich ist man als Bunkerbesitzer fast ein Exot. Ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, wie etwa der Schweiz. Punkto Schutzräume stehen wir in Österreich ganz schlecht da, da die öffentlichen Schutzräume nicht mehr ihre Funktion haben, sondern die sind als Abstellräume genutzt. Und in den letzten Jahren im Verhältnis zu anderen Ländern viel zu wenig gebaut worden ist. Etwa im Vergleich zur Schweiz. Dort ist allen Einwohnern ein Platz in einem Bunker zugewiesen. Viele Schweizer haben auch einen privaten Schutzraum. Dominik Zeidler vom Zivilschutzverband in Wien hält das in Österreich für nicht notwendig. Schutzräume sind unseres Erachtens in Österreich nicht erforderlich. Warum? Wenn es jetzt zu einem Strahlenunfall kommt in Grenznähe, brauche ich nicht unbedingt einen Schutzraum. Da reichen die eigenen vier Wände. Man muss halt Kosten Nutzen dagegenüber stellen und die Wahrscheinlichkeit, ob ich den brauche oder nicht. Aufgrund den Szenarien, die wir derzeit kennen, ist ein Schutzraum aus unserer Sicht nicht unbedingt erforderlich, weil wir ja eine sehr gute Bausubstanz in Österreich haben und eine Bausubstanz in Wien. Und mit den Verhaltensmaßnahmen, die dann entsprechend verkündet werden, kann ich eben die Strahlenbelastung entsprechend reduzieren. Außerdem, so der Zivilschutzexperte, würde auch die Schweiz ihr Schutzraummodell überdenken. Die Schweiz hat ja die meisten Schutzräume bzw. den höchsten Schutzfaktor, was die Bevölkerung betrifft. Und interessanterweise hat man eigentlich vor dem Ukraine-Konflikt auch in der Schweiz darüber laut nachgedacht, die Schutzräume nicht weiter zu servicieren und eventuell von den Schutzräumen Abstand zu nehmen. In Österreich war das schon viel früher. In Österreich hat man in den 1990er, frühen 2000er Jahre von den Schutzräumen Abstand genommen. Man hat das aus der Bauordnung genommen. Warum? Man darf ja nicht vergessen, ein Schutzraum kostet viel Geld. Nicht nur beim Bau, sondern auch bei der Erhaltung. Und dementsprechend hat man von dem dann Abstand genommen, weil es die Szenarien nicht mehr gab für Österreich, dass wirklich ein Schutzraum notwendig ist.